Hallo, Servus. Ich habe wieder ein neues Gameplay für euch von Call of Duty Black Ops 2 und zwar auf Raid. Und ich habe mal mir ja eine Kla also eine neue Klasse erstellt mit der MSMC. Ja, ich weiß, Noob-Waffe, aber dann ist ja eigentlich genau das Richtige für mich. Von daher passt es wieder. Feindliche Truppen haben die Ausrüstung Ja, ich habe die gehackt. mal so ein bisschen ausprobiert. Man sieht, ich habe den Laser dran, den F Vordergriff. Das war es dann auch schon. Ansonsten habe ich hier erstmal schön von hinten weggenatzt. Ansonsten habe ich Plünderer, Zähigkeit, Hardliner und die Taktikmaske. Das war auch mal so eine Spielerei. Taktikmaske habe ich bisher eigentlich nie genommen. Ja, ich wollte es mal so ein bisschen ausprobieren. In Team Deathmatch kommen selten Situationen, wo man sie eigentlich so wirklich braucht. Aber es war halt mal eine Spielerei. Ja, und das Gameplay war eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Der Anfang war etwas, ja, hat sich ein Wir sind bisschen in Vorfeld gezogen, war jetzt nicht abschossen. so ideal. Aber dann nachher lief es eigentlich ganz gut. Ja, hier bin ich schön die ganze Zeit im Gegnerspawn unterwegs, leider hier bei der Mine. Ich habe sie gehört. Ja, neben Techniker hätte ich sie natürlich auch noch gesehen. Also ich habe sie gehört, wie sie hochging, Wir haben aber den ich Vorteil ja, verloren. war so hin und her Nichts. gerissen. Ich wollte ihn erst noch abknallen und mich dann hinlegen. Das klappt natürlich zeitlich überhaupt nicht. Gefahr eliminiert. Neues Ja, so Magazin. um mich in den Gegnerspawn reinzuschleichen, wäre es natürlich sinnvoller. Ich hätte Bewegung. einen Schalldämpfer drauf. Habe ich aber aus dem Grund nicht, weil ich auch kein Ghost habe. Und wenn ich das Ding nur so halb mache, Angeschossen. bringt es mir auch nicht viel. Ja, hier ein bisschen Glück gehabt. Ja, deswegen habe ich es einfach mal so probiert, die Konstellation, wie ich sie jetzt habe. Sprengladungen zurück. Ich muss sagen, mit der MSMC, also ich habe mir jetzt eigentlich, ja, ich habe sie etwas extremer erwartet, Abgeschossen. weil halt so viel erzählt wird, das wäre so die übelste Drohne Noob-Waffe. erwartet Befehle. Er bewegt sich. Wir gewinnen diesen Kampf. Ja, natürlich ist sie schon echt Drohne gut. nähert sich. Aber Gefahr so extrem eliminiert. fand ich es jetzt dann Feindliche auch wieder Truppen nicht. haben die Ausrüstung gehackt. Ja, hier hatte ich eigentlich eine Angeschossen. ganz gute Bewegung. eigene Zeit, da zu sitzen. Das war Erwartet. eigentlich gar nicht so beabsichtigt, darum zu kämpfen. Löcher um Rakete erwartet Ja, Befehle. aber es hat sich dann so ergeben. Hier habe ich ja nochmal übelst Glück gleich. Ich glaube, das Blitzschlag ist hier schon. erwartet. Ja, hier rennt erstmal ein Gegner vorbei und der nächste rennt mir genau vor die Waffe. Warnschuss Hier bestätigt. noch einer an mir vorbei. Also die haben mich irgendwie übersehen da an der Mine. Ja, ist natürlich gut für mich. Ich konnte dann schön hier erstmal alles wegräumen. Bin Und beim hab dann erstmal überlegt, Nachladen. ja, Hellstorm jetzt raus? Nee, vielleicht noch nicht. Das Eck war ein bisschen blöd. Ich wollte auch ja, erstmal Bewegung. abchecken, wo spawnen jetzt die Leute. Also meine eigenen bin ich immer noch im Gegner-Spawn. Und hier habe ich dann gesehen, nee, Spawn hat gewechselt. Und dann hau ich natürlich Himmlisches direkt mal die Reichweite Hellstorm befindet auf dem sich Dach, über Ihrer den Koordinaten Blitzschlag für auf dem Dach Blitzschlag drauf. erkannt. Sehr clever. Ich Also hätte was noch noch viel Feuer im schlimmer ist, Gewehr. ich habe ja wenigstens zwei getroffen. Willst du deinen Aber viel Freund? schlimmer Dann ist jetzt die beweg dich! Hellstorm. Achtung. Auf die Sie Beine! kommt und tja, scheiße, alle in Verbündete Häusern drin. Hellstorm-Rakete Sau unterwegs. geil, also ballern wir die einfach mal sinnlos irgendwo hin. Null Kills. Sehr genial. Ja, momentan kursieren ja so einige Videos im Internet. Drohne steht bereit. Ich sag mal von so einer Camper-Klasse, Drohne nähert wo man dann sich. vielleicht eine Schrotflinte nimmt, ein Schild, Wächter. Und diese Guardian. Guardian heißt das Ding, glaube ich. Ach nee, Quatsch, das ist ja der Wächter, wenn man es mal übersetzt, ne? Ja, dieses automatische Geschütz, nenne ich es jetzt mal, mir fällt gerade der Name nicht ein. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe heute mal Hellstorm-Rakete erwartet kurzzeitig überlegt, ob Befehle. ich das aus Scheiß mal ausprobiere. Und habe mir dann aber gedacht, Unser nee, lieber Sensor nicht. erfasst Ihr Ziel. Verbündeter Blitzschlag Das ist wird man demnächst gefunden. jetzt eh andauernd sehen. Hier der Blitzschlag Ihr nochmal Ziel gucken. zerstört. Aber Achtung, ich habe ja noch eine Hellstorm. Die kann man Verbündete ja nochmal schön ins Sand Hellstorm-Rakete setzen. unterwegs. Ja, also habe ich überlegt, aber ich lasse es dann doch lieber. Ich werde demnächst noch auf einigen Maps wahrscheinlich selber genau auf diese Leute treffen und mich übelst aufregen. Deswegen muss ich nicht auch noch zu den Leuten gehören, die dann so, wenn es halt nur mal für eine Runde des Testen ist, aber die dann so rumcampen, das. Ja. Das kann man auch so genug ohne diese Waffen und Gott,
ja, ohne diese Waffenkonstellation, die man da hat. Also von daher spiele ich so ganz normal weiter mit Ding. Ja, demnächst kommen ja auch die das neue Kartenpack, das erste. Ich bin schon mal echt gespannt. Scheiße, ist natürlich für Xbox ist ja schon wieder draußen, PlayStation nicht. Da fragt man sich doch, warum man sich eine PlayStation gekauft hat, wenn man dann immer länger warten muss für sowas. Ja. Hier habe ich jetzt erstmal leider nur einen Assist abgekriegt. Gleich danach nochmal so einen. Weil die vorne. Die eine oder zwei standen da noch. Scharfschütze! Die haben den Kill kassiert. Auch super. Und dann gehe ich nochmal drauf. Ja, da bin ich auch schon bei 21-4, was so viel kann ich verraten. Der Endstand ist. Viel passiert nicht mehr. Aber um die Gegner noch so ein bisschen zu nerven. Habe ich ja immer einen Raketenwerfer dabei. Ich meine, so kurz vor Schluss lohnt sich zwar nicht mehr so sehr, aber ich geier den zumindest nochmal die Drohne runter. Das ja, macht auch echt Spaß. Und ist noch direkt vor Abschluss der Runde. Perfekt. Damit ist es vorbei. Ja, 21-4, Team Deathmatch. Ich finde es ganz okay. Und ja, ich denke, demnächst kommen auf jeden Fall Videos dann von den neuen Karten, wenn sie denn auf der PlayStation vorhanden sind. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.